Jetzt bekommst du einen kleinen Einblick in die Farblehre. Ich habe hier die drei Grundfarben aufgemalt, also die Primärfarben: Rot, Blau und Gelb. Diese drei Farben können nicht durch Mischen anderer Farben erzeugt werden. Und mischt man die drei Farben zu gleichen Teilen, erhält man die Farbe Schwarz. In diesem Farbkreis habe ich die sogenannten Sekundärfarben mit dazu gemalt: Orange, Grün und Violett. Diese Farben entstehen, wenn man zwei Primärfarben zu gleichen Teilen mischt. Rot und Gelb ergibt Orange, Blau und Gelb ergibt Grün, Blau und Rot ergibt Violett.